So, ziehen wir das Ding mal ein bisschen mit. Oh, da vorne kommt schon wieder jemand. Nicht so schnell mit den jungen Pferden. Oh, das ist gemein. Das ist äußerst gemein. Lass mich mal wechseln hier. Zack und zack und zack und zack und zack, wie sie alle ankommen in einer Reihe. Schön. Und du? Ja! Ja! Oh, schlecht. Schieß! Ja! Wunderbar. So. Wo habe ich denn eigentlich die Strahlmuni vorhin hingeschmissen? Egal, brauche ich nicht. Ich krieg hier noch genug andere Muni. Aber hier ist der Strahl jetzt mal sehr praktisch, weil die Gegner sehr weit weg sind und in sehr großer Zahl kommen. Das heißt, ich baller einmal mit dem fetten Strahl rein und kann alles wegrotzen. Das ist natürlich richtig geil an der Stelle mal. So, tschüss. Richtige Bewaffnung for the win, würde ich sagen. So, ich gehe nochmal nicht. What? Ich gehe... Hallo? Ah, du also. Du auch hier. Und nicht in Florida. Oder wo auch immer. Hollywood. Ja, ich möchte dich zerbrechen sehen. So, Kollege, du bist ganz schön... Egal, ich krieg nichts mehr aus ihm raus. Er wollte nicht singen. Gut, ich wollte mal... Oh, hi! Hier auch, ja? Nochmal auf den breiten Strahl bitte gewechselt. Jo, ich bin doch schon da. Muss doch nicht gleich wieder gehen. Nee, 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 nee. Nicht mit mir, mein Freund. So, vielleicht doch noch mit dem Cutter ein bisschen. So. Hätten wir auch das. Platsch. Ab nach unten mit dir. Diesmal jammert er nicht ganz so viel. Ja, ich dachte mir, ich wechsle mal doch noch auf den Cutter. Damit ich nicht sämtliche Strahlmuni hier verschwende jetzt gleich. Kann ja sein, dass ich doch noch mal ein paar Schuss brauche, aber ich sehe gerade, ich habe noch ein bisschen. Was ist das denn? Oh, Medipack klein. Das nehmen wir doch direkt mal. Die beiden kleinen nehmen wir gleich mal. So. Die werden immer zu 6 angesetzt. Okay. Das ist in Ordnung. Gut. Plasma Cutter sieht immer noch nicht so gut aus eigentlich, finde ich. Da gibt es andere Waffen, die stärker bevorteilt sind hier. So, dann habe ich jetzt hier eigentlich alles, oder? Ich nehme mal an, wenn ich drüben lang gehe, kommt nochmal ein Ärmchen. Oh, natürlich. Hier sogar gleich. Tschüss. Lass mich erst mal ums Eck gehen. Die Tatsache, dass man hier so einfach Deckung suchen kann, macht die Sache nicht unbedingt angsteinflößender. Komm mal raus. Komm schon. Oh, der hält aber viel aus. So, jetzt wechsle ich aber wirklich mal auf den Cutter. Nicht runterfallen! Oben bleiben, ja! Oh, Mensch! Komm schon! Trau dich! Oh, Baby, komm schon! Bleib oben! Da geht's doch. Mit der Macht des Impulsgewehrs. Du kommst nicht vorbei. So, jetzt aber. Wollen wir mal so langsam, wa? So, komm mit, kleines Baby. Du musst hier hinten drauf. Oh, ich sehe gerade, da liegt noch was für mich. Das nehmen wir natürlich noch gern mit ein bisschen Strahl. Das ist die Strahlmuni, ja, ich erinnere mich.
Gut, haben wir die wiedergefunden. Das ist schön. Frachtlieferung 782 wird an Hangarbucht ausgeliefert. Ab nach oben mit dem Lack. So, weg damit. Aufzug. Marke ist im Hangar. Sie können den Hit ins Schiff verlassen. Beilung. Wo lang? Wieder nach oben, okay. So. Ich gehe mal einfach. Ich lasse auch mal die... Kollegen, lasst mich doch mal. Da hier ist ja eine Action los. Tschüss. Ich lasse euch mal alleine spielen hier unten. Gut, dass denen noch keiner gesagt hat, wie man Aufzüge benutzt. Und gut, dass die erst jetzt kommen. Die hätten ja auch schon eher vorbeigucken können. Oh, ich geh mal. Lauf, mein Freund. Lauf, kleiner Isaac. Lauf, so schnell wie du kannst. Gut, dass wir die nicht bekämpft haben. Guck weiter nach hinten. Von ihr mit eurer Musik, also ehrlich, Leute. Musste ich hier denn hin? In die Fluglounge. Ah, jetzt ist sie offen. Wo ist denn eigentlich meine Monorail? Kann mir das mal jemand sagen? Wer hat denn die geklaut? Wer hat die denn gemobst, welcher Frechdachs? So, das nehmen wir noch mit. Wir lassen noch nichts liegen hier. So, mal alle Waffen nachladen. Können wir nicht. Ist also voll. Ist auch voll. Gut, ab nach unten mit uns. In die Fluglounge. Oh, ich hätte mal speichern können, fällt mir gerade auf. Na gut, was soll's. Ich trinke nochmal was. Ah, so. Wunderbarlichst. Irgendwie... Also es kam mir jetzt schon so vor, als ob das Kapitel gleich zu Ende ist. Kann es sein, dass das sehr kurz ist, das 11. Oder täusche ich mich da? Wo lang? Da lang. Okay, dann gucke ich erstmal hier, wie immer. Kann ja sein, dass es noch was gibt. Ja, du sollst öffnen. Ist eh bloß ein Abstellraum. Ah ja, mal wieder Klos. Natürlich, mal wieder Klos. Ich liebe es, auf finsteren Klos rumzuspringen. Vor allem hier, wo die so... klinisch rein sind. So. Kann es sein, dass ich hier schon mal war? Das kommt mir äußerst bekannt vor. Ich meine, die Klos sehen eh alle gleich aus. Aber hey. Hier ist auch nichts mehr. Also jetzt abgesehen von der einen Kiste ist hier ja auch wirklich nichts mehr. So. Gut, weiter geht's. Ach, ich muss in die andere Richtung. Ja, dann gehen wir auch in die andere. Fluglounge. Vielen Dank für Ihren Besuch auf der USG Ishimura. Bei euch ist es dunkel. Wer hat denn das Licht kaputt gemacht? Ruhig bleiben im Hintergrund, du kommst noch früh genug dran. Was? Ich habe doch noch gar nichts gedrückt. Aber ja, von mir aus. War das jetzt... Irgendwie war das jetzt merkwürdig. Moment, ich gehe nochmal rein. So. Hat es jetzt ganz vernünftig gespeichert, ja? Okay. Ich weiß nicht warum, es hat gerade automatisch irgendeinen Slot gewählt. Das hat mir gerade nicht so ganz gepasst, deswegen wollte ich nur noch mal gucken, ob alles in Ordnung ist. So, zur Sicherheitskonsole müssen wir nicht, also gehen wir auch nicht da lang jetzt mal. Ich glaube, das ist einfach nur... Gefährliche Anomalie registriert. Ach, Alter. Quarantäne wurde aktiviert. Wirklich? Ist ja wohl ein Scherz, oder? Kommt schon, ihr könnt mich mittlerweile nicht mehr erschrecken. Dazu habe ich schon zu viele von euch bekämpft, dass das ihr noch erschreckend für mich wärt. Hallo. Dann laufe ich mal kurz an euch vorbei und dann hat sich das wieder. So, Beinchen ab. Hi. Seht ihr? Noch einer. Na, jetzt wollen sie es nochmal wissen hier. Quarantäne aufgehoben. Das ging schneller als gedacht. So, gebt mir Muni, meine Freunde.
Oh, das wollte ich gar nicht. Eigentlich wollte ich zutreten, aber ist auch egal. Können wir bei dem mal machen. In die Klöten. Ist auch schön erfrischend, mal wieder hier die zu haben, die mit einem Schuss gleich ihre Gliedmaßen verlieren. Das gab es schon lange nicht mehr. Ich hatte mich schon so dran gewöhnt hier, wie diese Klöten-Hainis, dass man, also die, hier die gelben, die ekligen, dass man immer 5000 Mal das Ganze machen muss, bis die Gliedmaßen auch mal abgehen. Aber hier der Freund, der sieht uncool aus. Vom Gesicht her. Das sind mal wieder die netten gewesen, wo man wirklich bloß einen Schuss braucht, dann geht die Gliedmaße ab. Zwei Gliedmaßen abschießen, dann ist es vorbei. So muss es sein. Ich glaube, ich gehe doch mal hier rein. Denn hier liegt ja was. Ach, wo ich das gerade sehe. Ja, jetzt haben wir es auch mal. Wo ich das gerade sehe, kann es sein, dass das der Raum ist, in dem sich damals Isaac von der Gruppe getrennt hat, als es wirklich noch eine Gruppe war. Kann es sein? Kann es sein, dass das der Raum ist, in dem wir das erste Mal die Necromorphs gesehen haben? So, jetzt speichere ich aber wirklich nochmal hier. Ja, bitte drüber speichern. So. Muni haben wir eingesammelt von den Kollegen. Hier drüben hat keiner mehr was verloren. In Ordnung. Nun denn, meine Freunde, das Zeug nehmen wir doch allzu gern mit. Werden wir noch mal richtig ausgestattet hier. Und dann ab zum Flughangar. So, Kain, weh, du nimmst mich nicht mit. Ich muss natürlich da lang, ich wollte bloß... Ausgezeichnet. Ich werde jetzt das Shuttle andocken. Ganz vorsichtig, sachte. Weh, du verkackst das, Kollege. Oh oh. Ich sehe schwarz. Ich bringe das Shuttle jetzt runter. Mach das. Die automatische Verladesteuerung reagiert nicht. Sie müssen die Schwerkraft im Hangar deaktivieren und den Marker manuell unter das Shuttle bringen. Juhu. Warum auch nicht? Warum auch nicht, Freunde? Warum auch nicht? Wir haben doch sonst noch nichts gemacht in dem Spiel hier. Wir sind die ganze Zeit faul gewesen, deswegen kannst du auch echt mal angehen, dass wir hier auch ein bisschen was machen und hier mal ein bisschen die... Yay. Explosives. Gut, du musst mir nur sagen, wo ich hin... Ach, ich muss wieder zurück. Ich muss da drüben die aussetzen, okay. So, schauen wir mal. In den Kontrollraum. Ah, hier ist es auch wieder so hässlich designt. Das mag ich überhaupt nicht hier, wenn hier alles nur mit Gitterei ausgestattet ist. Ich weiß nicht, das ist uncool. So, ich nehme an, dieses Gerät soll mal bedienen. Genau, hier drüben ist alles dicht, ja. Ach, hier, haha, wusste ich doch. Nehmen wir noch mit. Ich habe Massen an Impulsprojektilen, Leute. Stasepack, in Ordnung, in Ordnung. Das können wir eigentlich gleich mal nehmen. Pfeifen wir uns mal das Stasepack rein. Oh, wir haben viele große Medipacks gerade, sehe ich. So, und dann wechseln wir mal auf das Impulsgewehr, einfach weil wir Massen an Munition dafür haben. So. Eintritt Schwerelosigkeit. Los geht's. Schwerelos, schwerelos. Ich fühle mich so schwerelos. Wo ist der Marker hin? Zeig ihn mir, ich bin schwere. Nein, los. Hui. War ein interessanter Sprung, Isaac. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber du bist um die Ecke gesprungen. Das ist gut. Das gefällt mir. Das war sehr unkompliziert. Und der Marker scheint da hinten zu sein. Lauf, mein Kollege. Lauf. Irgendwie wackelt die Kamera lustig hin und her. Ach, ich sehe ihn, ja. Ach, so weit kommst du dann doch nicht, ja? Ist ja schade. Immer noch nicht. Pack es dir. Natürlich kommen hier Biester an. So, drauf auf die Säcke. So, mal nachgeladen.
Und noch eine Runde. So, kein Problem. Ist alles nicht mehr so erschreckend. Also man gewöhnt sich echt dran. Hey, bleib mal hier. Man gewöhnt sich echt irgendwann an die Viecher einfach. Am Anfang war ich doch noch relativ schreckhaft, würde ich sagen, wenn die kamen. Bin dann relativ schnell mal in Panik verfallen. Also was heißt Panik? Aber dass man halt, ja, ein bisschen irrational gehandelt hat oder teilweise ein bisschen überhastet oder so. Mittlerweile ist echt, also wenn die Biester kommen, da habe ich überhaupt keine Panik. Oder auch gerade eben in dem Raum, es war ja doch schon ziemlich voll gewesen, aber nun ja, dann läuft man halt mal mitten zwischen denen durch, das geht schon.